wirst du irgendwie vom Reisebus geweckt. Was ist da denn los? Oh Mann, oh. Ach, Omnibus ist weg. Sehr gut. Guck mal, da die Wolken im Tal. Herrlich. 3 Grad haben wir. Ah, die Standheizung regelt das schon hier. Ja, bis 0 Grad schlafe ich immer ohne Heizung. Habe ich die Nacht auch wieder so gemacht. Das ist schön ruhig. Die ist auch so schön leise, aber dann ist es wirklich richtig still, wenn die Heizung aus ist. Und solange, wie es wie gesagt nicht im Frostbereich ist, das ist kein Problem, da reicht das so zu, ne? Aber früh ist dann so, es ist herrlich zum Aufheizen des Autos und dann, dass du in Ruhe einen Kaffee machen kannst und es ist schön warm hier drin, das ist halt echt geil. Ein Kaffee am Morgen. Vertrieb, Kummer und Sorgen. Da hinten die Berge, wir machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Pro. Es sieht schon schön aus, wie die so leicht gezuckert sind. Bitte gern gemacht. Da oben sieht man schon das Ziel, das Ding ist ziemlich hoch und da um die Kante müssen wir rumklettern. Ich habe jetzt schon die Schnauze voll. Da merkst du einfach, dass du fetter bist halt, ne? Eine Stunde Zustieg hier bis da hoch schon, bist schon völlig im Eimer halt. Wenn ich das noch sehe, könnte ich wieder rumdrehen. Eine Frau hat Kinder auf die Welt gebracht, bei dir ist noch drin, gell? Ja, bei mir ist es noch drin, das will nicht raus. Der kleine Fuß fängt noch drauf. Das kommt einfach nicht raus, ich weiß nicht, was da los ist. Da oben kommt es dann aber bestimmt gleich raus. Tja, und wie soll es auch wieder mal anders sein? Wir sind komplett sinnlos in die falsche Richtung, völlig sinnlosen Berg hochgelaufen, den wir gar nicht hätten hochlaufen müssen. Und laufen jetzt alles wieder zurück. Er hat gerade gefragt, ja, das war nicht bloß ein kleines Stück, was wir uns verlaufen haben. Ich habe mich schon gewundert, Zustieg eine Stunde, ja, okay, aber jetzt, das war dann doch ein bisschen mehr irgendwie von den Höhenmetern. Naja, gutes Cardio-Training heute, ne? Ja, wolltest du doch machen. Schmeckt's Armbrot besser? Und wenn man Applaus ist, ist vielleicht auch noch mal ein Kilo mehr mit weg. Eine Stunde. Also wir wissen jetzt, dass wir uns wirklich sehr heftig weit verlaufen haben, aber egal, ihr werdet es kaum sehen, aber da hinten diese hohen Berge, das müssten 3000er sein mindestens, das sieht ja sowas von episch aus. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Der absolute Oberknaller. Brauche ich durch ein Teleobjektiv, dass man das einfangen kann. Mit diesen bezuckerten Bergen da oben, das ist wunderschön. Also irgendwie ist heute der Wurm drin. Wir sind jetzt fast 8 Kilometer, laufen wir jetzt hier. Insgesamt seit dem Auto in so einem Gelände rum, haben den Klettersteig immer noch nicht gefunden. Wir sind einfach wirklich dumm wie Brot. Von wegen nach Schildern laufen, es gibt einfach keine Schilder. Ne? So, es gab ein Schild, jetzt sind wir weitergelaufen, sind immer bis zurück zu dem Schild, du findest es einfach nicht. Jetzt laufen wir die ganze Zeit bergab. Ne? Und ich weiß schon, was passiert, da unten ist kein Klettersteig, wir laufen die ganze Scheiße wieder hoch. Dann gehe ich zurück zum Auto, trinke Kaffee. Ja, also hier ist wirklich kein Klettersteig. Wir sind den ganzen Berg runtergelaufen auf der Rückseite und müssen den jetzt wieder hoch. Und wahrscheinlich sind wir danach dann so fertig, also ich vor allem, dass dann mit Klettersteig jetzt erstmal nichts mehr ist, weil dann sind wir irgendwie wahrscheinlich 12, 13 Kilometer durch die Gegend geirrt, bis wir beim Auto wieder sind. Und da hast du natürlich dann keine Energie mehr, um kritische Situationen zu meistern halt. Ne? Das Risiko gehe ich dann auch nicht ein. Aber wir haben einen schönen Waldspaziergang gemacht, Chris, oder? Super. Super. So, wir sind wieder zurück am Auto. Leider erfolglos. Und Chris, was sagst du? So erstmal 10 Kilometer wandern gewesen ohne Klettersteig? Ja. Auch mal eine interessante Erfahrung, ne? Ja, eigentlich heißt der Leadership, aber wir sind voll die Losership. Wir waren überall, aber nicht am Klettersteig. Naja, wir werden das nochmal ordentlich planen. Das ist halt, die Lehre daraus ist, man sollte sich nicht auf Schilder verlassen, weil die Leute auch immer sagen, René, aber das ist doch alles ausgeschildert. Was willst du denn da mit dem Navigationssystem? Ja, das sieht man, ne? Also jetzt hätte uns das sehr geholfen. Ne, weil das ist ja auch alles Energie, die du sinnlos verbrätst, wenn du irgendwie durch die Botanik läufst und am Ende nicht am Steig bist. Und dann im Steig fehlt dir vielleicht die Energie. Ja, und Marc, ich habe ja eh so eine Uhr und dann ziehen wir uns irgendwie einen GPX-Track drauf und dann machen wir das nochmal. Ich verlasse mich jetzt auf dich. Ja. Aber das Schöne ist, jetzt freut man sich über die Siesta, die wir uns erstmal machen, nach der Anstrengung. So, ich habe jetzt mal meine OSM Plus Map reaktiviert und da kann man GPX-Tracks einbinden und jetzt ist Verlaufen hoffentlich ausgeschlossen. Wir können es nochmal probieren. Ich allerdings heute schon nach 11 Kilometern durch die Berge rennen und über 13.000 Schritten da nochmal Lust drauf habe, nochmal ein paar drauf zu packen. Mal gucken. So, Navigation ist am Start, alles angehust. Nächster Versuch, es war jetzt nicht ganz so optimal, weil wie gesagt, wir haben heute schon ziemlich viel gemacht. Und das merkst du auch im Körper, aber versuchen wir es nochmal. Das sind insgesamt vielleicht nochmal 5 Kilometer plus die Höhenmeter. Und den Steig, aber das packen wir auch noch. Und dann morgen nochmal die Drachenwand. Falls wir uns morgen früh nicht fühlen wie vom Traktor überfahren. Die Drachenwand ist auch mega geil. Und da werde ich das erste Mal versuchen, live zu streamen in der Drachenwand. Mal gucken, ob das klappt. Mit Nummer 5 auf dem Rücken. Ich weiß nicht, ob es klug ist, aber ich habe richtig viel Lust drauf. So, jetzt haben wir es hier mit Navigationssystem geschafft. Ne? Wir blindnieten. Ne? Also manchmal denke ich auch schon, dass wir ziemlich kognitiv in der Sackgasse hängen. Jetzt werden wir es aber gleich geschafft haben und ja, keine Ahnung,
Witzigerweise sind wir daran heute dreimal vorbeigelaufen. Ja. Garantiert kein Schild, ja, und irgendwo zwischen zwei Bäumen durch, wo es aussieht, wie als wäre es nicht mal ein Trampelfahrt. Irgendwas wird sein. Ich bin so ultra gespannt, wo es da jetzt rein. Ja, ich auch. Nach der Odyssee von heute früh. Nochmal kommt hier angelaufen und wir haben heute da geguckt und da geguckt, sind zig Kilometer Umweg gelaufen. Und jetzt kommst du um die Ecke und da ist in dem Wald drinnen ist das Schild versteckt. Und da geht es irgendwo rein. Das soll mal jemand sehen, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, also wie kann man, weißt du, das Schild siehst du doch gar nicht. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kann einfach nicht wahr sein. Jetzt sind wir hier, ich weiß nicht, man sieht die Steilheit garantiert wieder nicht. Den ganzen Berg hoch an dieser Wand. So, und jetzt ist Chris irgendwo da ganz oben, der ist vorne weggerannt, ich bin ihm hinterher. Der ist natürlich wieder kein Einstieg. Das waren zwei, drei Schilder, den sind wir gefolgt, dann sind wir den Trampelfahrt weiter gefolgt. Jetzt kommt wieder nichts. Da oben sieht man irgendwelche Seile, aber keiner weiß, wo der Einstieg ist. Also, ich habe die Schnauze voll, weißt du. Wir sind genau dem GPX-Track nachgelaufen. Das ist so schlecht ausgeschildert. Da habe ich noch nicht erlebt. So, ich bin jetzt über den halben Berg runtergerannt. Chris rennt noch irgendwo da oben rum. Der Einstieg ist hier an dieser Felsspalte. Geht's nach oben. Das sieht spannend aus. Wow. Kriegt man schon ein bisschen Ehrfurcht so, nicht? Also ich glaube, ich lasse das. Der Zustieg ist jetzt hier, ne? Das ist komplett ungesichert. Das heißt, du musst auf der Kante da entlang und erst da oben ist dann ein Seil, wo du dich einklinken kannst. Das ist alles nass, es tropft runter, wie man sieht. Und wenn du da runterfällst, dann war's das. Auch wenn das vielleicht bloß 20 Meter sind, das überlebst du nicht. Und das Seil ist erst da oben irgendwo, ne? So, und hier musst du dich irgendwie in dem Nassen da durchkraxeln. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht auch, weil ich zu fett geworden bin, aber ich habe viel mehr Angst als letztes Jahr. Ich weiß es nicht. Und mein Gefühl sagt mir, ich sollte hier nicht lang klettern. Also schon der Einstieg, wie gesagt, die runterfällt, ne? Also nee, danke. Und ich bin ja nur auch Papa. Mein Sohn braucht mich. Gute Ausrede, ne? Ja, aber ehrlich, was ist das denn? Warum haben die denn hier unten nichts hingemacht, wo man sich mal einhaken kann? Also das ist ja wirklich hier runter, dann war es das. Das war gar nicht der Einstieg gerade. Der Einstieg, der ist hier in dieser Spalte. Ich scheiß mir schon mal die Hosen voll. Alter, das kannst du doch nicht ausdenken. Ich will zurück in mein Auto und einen Kaffee trinken. Ah, leck mich doch. Boah, guck mal da hoch. Krank. Also ich bin da wieder raus, weil ich habe irgendwie, habe ich richtige Angstattacken gekriegt da oben drin. Das macht einfach keinen Sinn. Ich weiß nicht warum. Letztes Jahr war das auch nicht so. Ob das nur vom Körpergefühl her ist, vielleicht weil ich Papa geworden bin, vielleicht weil ich fetter bin, ich weiß es nicht. Aber ich merke, wie ich eine panische Angst da kriege. Das heißt, das ist einfach zu viel. Ne? Ich weiß nicht, was mich hier noch alles erwartet. Dann hängst du im Steig fest und kommst nicht mehr weiter. Also einfach nur aus Panik. Es müssen jedes Jahr Leute gerettet werden, die Panikattacken haben. Und dann sage ich mir einfach lieber Scheiß drauf, ich drehe jetzt rum. Ist halt so. Es ist zwar ein unangenehmes Gefühl, fühlt sich an wie eine Niederlage und so. Ne? Aber ich muss einfach wieder langsamer anfangen. Nicht gleich mit CD hier in den Alpen. Ne? Alpine CD-Steige sind halt schon heftig. So, also da reicht echt eine B zu. Ne? Und das ist ja auch nicht bloß der Schwierigkeitsgrad vom Buchstaben her, sondern auch, es kann ja auch eine B übelst ausgesetzt sein zum Beispiel. Ne? Klettertechnisch einfach, aber übelst ausgesetzt. Also die Schwindelfreiheit kann man bekommen, aber auch wieder verlieren. Ich war schon mal eigentlich sehr gut schwindelfrei. Aber hier jetzt, scheiß drauf. Ja, und das ganze Verirren und hin und her gelaufen war natürlich auch nicht so optimal. Ne? Wir sind jetzt 13 Kilometer hier umher geirrt, bis wir in diesem Klettersteig gefunden haben, heute früh und jetzt. Und ich merke, dass ich körperlich eigentlich nicht in der Lage bin, gerade sowas zu klettern halt, ne? Nach diesen 13 Kilometern. Ich gehe zum Auto. Das fing schon bei dem Steig an, wie gesagt, wo ich dann trotzdem gemacht habe, wo mir mein Gefühl gesagt hat, nein, am ersten Tag. Da war ich in einer Situation, wo ich wieder gedacht habe, okay, hier kommst du nicht weiter und dann kriegst du Panik einfach. Ne? Scheißegal, wie du dort eingeklinkt und gesichert bist. Wenn du an der Stelle bist, wo du denkst, dass du nicht weiterbekommst, dass du nicht mehr unter Kontrolle hast, kriegst du einfach Panik. Dann nützt dir der Sicherungsseil auch nichts. Ne? Weil dann hängst du da und bis da jemand kommt und dir hilft, das dauert ewig. Tja, und ich muss mir einfach eingestehen, dass es jetzt so aussieht, wie es aussieht und ich da einfach mehr trainieren und mehr dafür tun muss, dass ich sowas wieder kann halt, ne? Naja, ich ziehe mich jetzt hier demütig zurück und schneide für euch ein paar schöne Videos. Und guck dir diesen herrlichen Sonnenuntergang an. So, wir verlassen den Platz wieder, wo wir jetzt zwei Tage gestanden haben. Ich fühle mich, als wäre ein Panzer über meinen Körper gefahren. Geil. So, jetzt gehen wir erstmal einkaufen und ja, dann fahren wir zur Drachenbahn. Die habe ich jetzt schon mal gemacht. Mal gucken, ob ich die auch nicht mehr hinkriege, weil wenn nicht, dann ist fundamental irgendwas nicht mehr in Ordnung. Tja, da müssen wir dann nochmal gucken. Den Motor habe ich wieder schön vorgewärmt, damit der bei der Bergabfahrt nicht so heiß wird. Nicht so. Damit der Verschleiß nicht so groß ist. Wow, diese Felswand da, ey, das sieht so krass aus.
Und hier haben wir wieder diese Rehfarm. Die züchten wohl Rehe oder was und Hirsche und so. So, hier im Spar gehen wir uns erstmal eine Kleinigkeit einkaufen. Ich brauche eigentlich nicht viel und ich bin eh viel zu fett. Aber ich brauche ein paar Müllbeutel. Ein bisschen Wasser vielleicht. Am Ende wird es eh wieder mehr. So, Freunde, Einkauf ist erledigt. Ist leider etwas mehr geworden. Einmal Haushaltstücher. Und ja, dann haben wir hier meinen geliebten Angel-Benz-Reis, Brötchen, ein Baguette. Ich habe mir nur eine Cola geholt. Ich hatte jetzt 2 Tage lang keine Cola getrunken. Sind es immer über 1 Liter am Tag. Eine habe ich mir geholt. Noch ein bisschen Brot, ein Avocado. Ich liebe diese Schoten hier. Die kann man dann schön mit anbraten. Müllbeutel, Tomaten, Eier, nochmal Müllbeutel, weil Müllbeutel braucht man einfach. Ein bisschen Butter, was Süßes, Tomatengurke und so weiter. Und das war's. Und eigentlich brauchte ich nichts. Und das, was ich eigentlich brauchte, habe ich noch vergessen. Wasser. Ich sauf wieder das Brackwasser aus dem Tank einfach. Was willst du machen? Ich gehe jetzt nicht nochmal rein. Er ist ja unheimlich gern beim Fahren, auch wenn das nicht sonderlich klug ist. Und dafür mache ich mir einfach hier so ein Avocado-Brötchen. Das kann man schon bei der Fahrt knabbern. Also ich war schon oft in den Alpen unterwegs, aber die Landschaft ist immer und immer wieder faszinierend. Die haut mich immer wieder aus den Latschen, immer wieder aufs Neue. Da tut sich schon die Drachenwande auf, wo wir gleich hoch machen. Wow, das Ding ist so beeindruckend. So krass, wie das mit einmal aus dem Nichts hier hochkommt, ey. Wow. Also auch wenn mir es schwerfällt, ich habe entschieden, hier heute mal einen Bürotag zu machen. Das Problem ist, wir kriegen eine schlechte Wetterfront, wo es eine Woche lang schlecht sein soll. Deswegen haben wir jetzt auch gepusht und versucht, alles zu machen. Und das ist halt dumm, ne? Und jetzt, man hat einfach nicht auch mal einen Tag, wo man sich ein bisschen regenerieren kann. Und ich brauche jetzt einfach mal einen Regenerationstag nach den 15 Kilometern mit Höhenmetern gestern mitten in den Alpen. Ich merke einfach, dass mein Körper nicht leistungsfähig ist. Und es wäre einfach dumm, jetzt in die Drachenwand einzusteigen. Auch wenn der nicht so schwer ist, das ist CD, aber halt ein einfaches CD, sag ich mal. Ich habe den ja schon mal gemacht und ich weiß ja, was passiert. Aber es ist halt wirklich auch, es ist konditionell sehr anstrengend. Da hoch und dann auch wieder runter, der Abstieg ist auch sehr anstrengend. Und wenn du einfach dumm fällst, umknickst, weil du unkonzentriert bist oder rumschwächelst, das bringt es einfach nicht. Das fällt mir selber übelst schwer, weil ich eigentlich so ein Typ bin, der eigentlich immer durchzieht, durchreißt. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man irgendwo erkennt, wenn man gerade aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage ist, irgendwas zu tun und es dann nicht übers Knie bricht halt, ne? So, da muss man da halt mal durch. Und nächstes Jahr müssen wir mal gucken, ob wir es irgendwie anders machen können, dass wir mehr Zeit haben oder Glück haben, dass es mit dem Wetter besser passt, dass man sich erstmal ein bisschen langsam dran gewöhnen kann, wieder an das Belastungslevel hier in den Bergen, um dann auch wieder so eine Dinger vernünftig nacheinander abreißen zu können halt. Ne? Wir hätten jetzt eigentlich noch Zeit, aber ja, es soll dann, wie gesagt, ihr werdet es ja sehen, es soll dann anfangen zu regnen, morgen Mittag. Und das könntest du auch morgen dann nicht mehr machen, weil du brauchst 5 Stunden für den Steig. Und wenn du, dann müsstest du morgen um 7 oder um 8 losmachen. Das ist aber auch noch alles nass halt, ne? Dass der Fels und so alles noch nass. Tja, Pech gehabt. So beschissen ist es noch nie gelaufen halt, ne? Und weil mir immer unterstellt wird, dass ich so viel rumjammer, ja, das mag sein. Das ist auch immer eine Frage der Perspektive. Ich könnte das ja einfach nur nicht aufnehmen und auch nur die schönen Sachen aufnehmen, ne? Darum geht es ja aber nicht, ne? Ich will ja hier auch ein bisschen authentisch zeigen, wie es wirklich ist, ne? Auch bei unseren Reisen und so weiter, ne? Wenn ich halt scheiße drauf bin oder irgendwas scheiße ist, dann nehme ich das halt auch mit auf. Wem das nicht gefällt, der muss das sich ja wirklich nicht angucken. Und das meine ich jetzt auch nicht böse euch gegenüber. Aber was wollt ihr haben? Wollt ihr irgendeine geschönte Schmierenkomödie haben? Oder wollt ihr mich umprogrammieren, dass ich so bin, wie es euch gefällt? Ich spreche jetzt nur die an, die sich ständig darüber beschweren. Die anderen brauchen sich natürlich nicht angesprochen fühlen. Oder wollt ihr das sehen, so wie es wirklich halt ist? Ne? Und wenn es euch nicht so gefällt, wie es wirklich ist, müsst ihr es ja euch einfach nicht angucken. Und das meine ich auch nicht böse, sondern ich gucke mir ja auch nicht Dinge an, die mir nicht gefallen halt. Ne? Und vor allem gucke ich mir die nicht permanent dann halt an. Ne? Wie gesagt, mein Anspruch ist hier nicht, so ein geschmiertes Vanlife-Scheißding hinzuplättern, sondern ich will euch die Realität zeigen, so wie ich es empfinde halt. Ne? Das hier cool ist ein kleines Wasserrad, könnte man mit Strom generieren. So, da morgen das Wetter ja scheiße werden soll, haben wir uns entschieden, morgen noch was Einfaches zu machen. Eine kleine Bergwanderung, wo man, wenn das Wetter passt, eine tolle Aussicht haben kann. Ja, und dann geht's schon wieder nach Hause. Guten Tag! So, da hoch geht's dann morgen. Aber das wirklich, da drücke ich mich nicht vor Seil, ich bin morgen krank. Und ja, von da aus soll es eine schöne Aussicht geben. Heute habe ich hier richtig Hunger und ich habe noch ganz viel Gemüse, was weg muss. Einmal Zucchinis und dann, na, das ist kein Gemüse, aber ich habe mir heute diesen Angel-Benz-Reis geholt und ich werde mir so ein geiles Gemüse-Ei-Reisgericht machen und das schön gemütlich zu einem Film hier reinziehen. Das wird gut. Was ich auch gerade festgestellt habe, das mag der eine oder andere eklig finden, ne?
Aber ich komme hier 5-6 Tage lang mit 20 Liter Wasser hin, die unten im Tank sind, für Trinken, für sauber machen so, ein bisschen Katzenwäsche und Kochen brauchst du ja nicht so viel, aber für Kaffee, Tee und so weiter. Ne? Habe ich festgestellt. Ich komme 5 Tage mit 20 Liter Wasser hin, für alles, was ich im Alltag so brauche, sogar mit Trinken. Gut, das ist halt gerade nicht so sehr warm, aber das finde ich schon erstaunlich. Das sage ich jetzt nicht zum Angeben, aber es hat mich gerade verwundert, als ich meinen Wassertank gesehen habe. Es sind irgendwie 3 Tage rum und der ist noch ungefähr halb voll. Ne? Und ich war nicht duschen oder irgendwas. Ich habe keine Wasserflaschen gekauft. Und ja, ich finde das wirklich krass, ne? Mit wie wenig Wasser man auskommen kann, wenn man will. Gut, dafür habe ich jetzt halt ein paar Liter Diesel mehr verbraucht. Naja. Das ist halt auch so praktisch an dem Setup. Ne? Ich habe das Bett jetzt schon mal aufgebaut, dass es dann schneller geht und ich kann einfach noch weiter kochen. Guck mal, sieht das nicht schön bunt aus, oder? Oh, geil. Das wird Creo Speciale essen. So, jetzt haue ich mir hier 3 Eier rein. Wir haben morgen viel Energie für die immense Bergtour. Couscous. Salz ist jetzt schon scheiße. Salz ist jetzt schon drin. Einmal alles gut umrühren und stocken lassen. Das ist jetzt kein Rezept, ne? Das ist wieder mal auch so frei Schnauze-Ding halt. Ne? Und ein bisschen von diesem Gewürzketchup. So, jauen wir jetzt unseren guten Onkel Benz Reis noch rein. Und natürlich von dem guten Bautzner Senf noch 2 Löffelchen. So, das Ganze muss natürlich noch gut verrührt werden, dass alles gut durchgemengt ist. Können wir auch schon abschalten hier. Und dann soll es gut sein. Habe ich jetzt so in der Form auch noch nie gekocht. Mal gucken, wie es schmeckt. Aber ja, jeder hat ja so seine eigenen Dinger, die er gerne zusammenrührt. Ne? Das ist jetzt meins. Und ich denke, das wird ganz passabel sein. Gerade schon mal einen Löffel abgeleckt. Schmeckt wirklich geil. Also ohne Scheiß, für meinen Begriff ist das wirklich mega lecker. Und das esse ich jetzt schön mit dem Löffel aus der Pfanne direkt zum Film. Kann 5-Sterne-Restaurant nicht besser, würde ich sagen. So, da müssen wir uns jetzt nur noch was Passendes raussuchen. So, ich habe jetzt was rausgesucht hier. Heat aus den Vorschlägen. Das kann mir nur ein schwerwiegender Fehler sein, aber egal, es muss schnell gehen. Ich habe Hunger. Es ist herrlich, wenn du frühs wach wirst und aus dem Fenster schaust und dann erstmal direkt Kühe siehst. Da rennt auch ein ganz kleines Kälbchen da hinten rum. So, guten Morgen, Freunde. Ich bereite mir jetzt gerade noch einen Livestream vor und dann fahre ich nach Hause. Und ja, es hat mich gefreut, dass ihr mich begleitet habt. Das wird jetzt mit vielen Helge-Videos vermutlich weitergehen und auch ein bisschen Fahrradwohnwagen, denke ich. Ja, und dann lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Ciao.